Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen beim BookTube Adventskalender. Und ich bin heute, ja, das achte Türchen, wenn man so möchte. Ich darf euch heute ein bisschen etwas zu meinen Weihnachtslieblingsbüchern erzählen. Und ja, wir sind in der besinnlichen Weihnachts-Adventszeit, eine Zeit, die ich besonders liebe und wirklich auch genieße, denn es ist wunderbar dekoriert, so wie ihr das auch heute sehen könnt, und ich dadurch auf bessere Beleuchtung verzichtet habe, damit wir ein bisschen Weihnachtsfeeling haben. Und es ist nicht nur die Deko, es ist der tolle Geruch nach Plätzchen und Glühwein und ja, das besinnliche Beisammensein mit Familie und Freunden und das etwas alberne Aussehen und Klimpern, wenn man sich wie ich ja so ein bisschen wie ein Rentier verkleidet. Ja, aber das nur für dieses Video, um wirklich wunderbare Weihnachtsstimmung zu zaubern. Und ich habe heute 5 Bücher mitgebracht, von ganz alt bis relativ neu, die mir in den vergangenen Jahren und auch immer wieder die Weihnachtszeit versüßen. Und ich denke, wir starten direkt mit einem Buch, das ich tatsächlich ja, gar nicht hier habe, weil ich es früher immer ausgeliehen hatte. Und zwar ist das Eine Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Und das ist wohl die bekannteste und für mich auch klassischste Weihnachtsgeschichte, die ich immer wieder gerne gelesen habe, mir auch immer wieder jedes Jahr mindestens einmal irgendeinen der vielen Filmadaptionen anschaue. Und ja, die Geschichte geht um Mr. Scrooge und ja, der ist so ein bisschen kriesgrämig unterwegs und er trifft auf 3 Geister der Weihnacht, nämlich der vergangenen Weihnacht, der gegenwärtigen und der zukünftigen. Und in dieser Geschichte passiert allerlei mit Mr. Scrooge und ja, es ist eine wunderschöne klassische Weihnachtsgeschichte und Charles Dickens hat einen ganz besonderen Schreibstil, den ich auch in anderen Geschichten von ihm immer wieder gespürt habe und gerne gelesen habe. Und jetzt, wo ich so drüber nachdenke, denke ich, wird es tatsächlich wohl mal Zeit, dass ich mir diese Weihnachtsgeschichte auch ins Hause hole und ich sie einfach vielleicht im nächsten Jahr dann genießen werde. Das zweite Buch ist eine ja ähnlich alte Geschichte, aber ja, wunderschöne Geschichte. Es sind die Briefe vom Weihnachtsmann von J.R.R. Tolkien. Und zwar, ja, ist das auch eine relativ alte Ausgabe, die ich hier habe, mit wunderbaren Illustrationen, die, soweit ich mich erinnere, auch alle von J.R.R. Tolkien sind. Denn ja, er hat seinen Kindern Briefe geschrieben im Namen des Weihnachtsmannes und hat auf die Wünsche der Kinder reagiert, auf das, was aktuell auch in der Welt so geschieht. Ich glaube, es geht ja bis Ende der 30er Jahre, dieses Buch, wo ja dann im Grunde schon so ein bisschen, ja, 37, wo dann ja schon ein bisschen etwas los war in Europa. Und es ist eine wunderschöne Idee, sich da einfach jeden Tag einen der Briefe aus dem Jahr zu nehmen, das einem eben gerade anspricht. Und man erlebt eben J.R.R. Tolkien mit vollster Fantasie, wie ich finde, wie er vom Nordpol spricht, von Frau Santa Claus sozusagen und ja, eben auch von Eisbären und die Nordlichter beschreibt. Das ist wunderschön, das ist mal etwas ganz anderes, was nicht direkt so eine Weihnachtsgeschichte und Metapher hat, aber es sind wunderbare Briefe, die er seinen Kindern geschrieben hat und die eben ein ganz, ganz warmes Gefühl in mir auslösen. Und ich in diesem Buch schon einige Jahre immer wieder blättere zur Weihnachtszeit und wenn ich einmal damit anfange, dann kann ich immer nicht mehr aufhören und suchte das sozusagen durch, was aber bei der geringen Seitenzahl auch gar nicht schwer ist. Ich weiß jetzt gar nicht, aus welchem Jahr meine Ausgabe ist. Sie ist aus dem Klett-Cotter Verlag. Steht hier vorne jetzt gar nichts weiter drin und hinten auch nicht. Ja, es ist auf jeden Fall eine super schöne, auch Buch-Hardcover-Ausgabe. Und wie ihr seht, sie ist wirklich sehr groß und ja, finde ich wirklich großartig und lese ich immer wieder gern darin. Dann ein Buch, das ich glaube vor 2 oder 3 Jahren entdeckt habe, und zwar von Jason F. Wright, das Weihnachtsglas, ein ziemlich kitschiges Cover, aber ich finde, Weihnachten kann es auch nicht kitschig genug sein. Ja, beim Weihnachtsglas haben wir eine Familie, die an einem Weihnachtsabend da sitzt und merkt, oder eigentlich ist es noch keine richtige, also es sind glaube ich nur verheiratete Paare zu Beginn.
Und es ist eine junge Journalistin, genau, und ja, ihr Ehemann. Und die merken irgendwie an Weihnachten, Mensch, wir haben überhaupt kein Geld, um uns Geschenke zu machen oder einen Baum zu kaufen oder lecker essen zu gehen. Und dann steht eines Tages ein Weihnachtsglas vor ihrer Tür. Und das Weihnachtsglas ist eben ein Glas, das das ganze Jahr über gefüllt wird und was man dann an Weihnachten eben, ja, bedürftigen Menschen in der Umgebung gibt. Und das ist eine unglaublich tolle Idee, die wohl ja, sehr großen Anklang bereits im amerikanischen Raum gefunden hat. Da ist das irgendwie ganz typisch, dass man sein Kleingeld sammelt. Es gibt unterschiedlich, wie man sie sammelt. Sammelt man alles bis 10 Cent oder alles bis 1 Euro oder alles, was überhaupt an Kleingeld so einmal die Woche zusammengekommen ist im Geldbeutel. Das kann jeder anders machen. Und das ist wirklich eine Geschichte, die eben so realitätsnah ist und dennoch so einen besonderen Zauber in mir verbreitet und ich wirklich wunderschön finde. Dieses Jahr werde ich wohl nicht dazu kommen, es zu lesen, aber ich werde es mir auf nächstes Jahr auf jeden Fall vormerken und dann dazu auch ergreifen. Dann ein Buch, das ich letztes Jahr, glaube ich, entdeckt habe. Es könnten auch schon wieder 2 Jahre her sein. Und zwar Ein Hund zu Weihnachten von Greg Kinkade. Und wer jetzt sich denkt, oh, das ist so eine klassische Tier-Weihnachtsgeschichte, der irrt hier. Denn natürlich geht es um einen Hund und es geht um eine Familie. Und es geht aber für mich einfach um diesen guten Zweck, der im Hintergrund steht. Denn es geht in diesem Ländlein, ja, in Kansas, auf einer Farm sind wir hier. Und in diesem Dorf, wo diese Familie lebt, gibt es eben ein Tierheim und der Wunsch des Tierheims ist eben, dass keins der Tiere über Weihnachten, über diese Feiertage im Tierheim wäre und gibt eben den Menschen drumherum sozusagen Probetage, damit zum einen die Tierheimangestellten einfach auch Weihnachten feiern können und die Menschen eben, ja, das Tier einfach kennenlernen können und das ganz ohne Bedingungen. Jeder kann das Tier wieder zurückbringen, wenn es nicht damit zurechtkommt, wenn es sich anders vorgestellt hat. Es geht wirklich nur darum, den Hunden und den Tieren ein schönes Leben zu geben. Und es geht eben unter anderem um diesen Hund, den wir auch auf dem Cover des Buches sehen und um die Familie, die ihn zu Weihnachten adoptiert und was eben so ein Tier manchmal in Menschen bewirkt und was dann auch die Menschen in Menschen bewirken können. Und ja, das fand ich eine wunderschöne Geschichte, die mich natürlich auch zu Tränen gerührt hat, weil ich selbst ja auch Tiere habe, Katzen, zwar kein Hund, aber Katzen. Und davon auch eben aus dem Tierschutz welche sind. Und egal, wer eben ein Tierherz hat, der wird in dieser Geschichte, glaube ich, nicht tränenfrei oder zumindest gedankenvoll daran zurück oder daran denken und darin lesen. Es ist wirklich wunderschön geschrieben und auch wenn ich so jetzt drüber nachdenke, steigen mir schon wieder die Tränchen in die Augen, weil es eben nicht einfach nur kitschig, schnulzig oder irgendwas ist, sondern einfach so lebensecht und man merkt, dass das kleine Wunder eben manchmal ganz, ganz nah liegt, ganz egal, ob jetzt in der Tiernähe oder auch bei uns Menschen. Und das fand ich hier an diesem Buch einfach so schön, dass ich denke, sollte einfach jeder zur Weihnachtszeit gelesen haben. Und das letzte Buch, das ich vorstellen möchte, ist das neue Buch von Gabriela Engelmann. Und zwar Wintersonnenglanz. Ganz aktuell erschienen in diesem Jahr, führt es uns zurück nach Sylt ins Büchernest. Glaube ich, genau. Und zwar zu Larissa und Bea, die wir bereits aus Insel Zauber und Insel Sommer kennen. Und ich bin seit Jahren ein großer Fan von Gabriela Engelmann und habe mich unglaublich gefreut, als dieses Büchlein im Oktober bei mir eingezogen ist, weil ich genau wusste, ich werde mir damit die Winter-Weihnachtszeit versüßen. Und so war es in den letzten Tagen auch. Und wer jetzt eben denkt, dass es nur in der klassischen Literatur oder in der älteren Literatur wunderbare Weihnachtsgeschichten gibt, der irrt eben, denn das Buch zeigt in seiner ganzen Aktualität und Modernität, dass es trotzdem auch in der heutigen Zeit Wunder und Weihnachten gibt. Und ganz besonders schön ist einfach das Feeling auf Sylt und dass es eben durch die Normalität, die es ausstrahlt, eben doch so etwas ganz Besonderes hat. Und ich finde, das schafft Gabriela Engelmann nicht nur durch ihre Märchenadaptionen, die sie veröffentlicht hat, sondern eben auch durch ihre
Inselbücher und sie ist für mich eben auch meine Inselfee. Und auch mit diesem Buch hat sie das absolut bewiesen und es ist kein sehr dickes Buch und es hat sich wunderbar lesen lassen. Es hat mich verzaubert, begeistert und nach Sylt entführt. Und wer sich jetzt wundert, was da noch drin steckt für ein Lesezeichen, und zwar ist hier auch ein Adventskalender drin. Und ja, wir haben in den letzten Tagen eben ein bisschen was gelesen zu der Geschichte des Adventskalenders. Wir hatten ein Gedicht von Rainer Maria Rilke und ganz aktuell am heutigen Tag, am 8., wird uns ein Weihnachtskaffee- und Punschrezept gezeigt. Und ich finde das eine tolle Idee. Ich fand das ganz, ganz wundervoll bisher zu lesen. Ich freue mich auf die anderen Türchen, die jetzt noch kommen und werde jetzt jeden Tag dieses Büchlein auch weiterhin zur Hand nehmen und mich an dem Adventskalender freuen. Und auch ich hoffe, dass ihr euch an allen anderen Türchen auf dem BookTube Adventskalender freut. Ich bin ja heute nur am 8. zu sehen. Es gibt noch so viele andere tolle Booktuber, die euch die Tage vorher begeistern können und auch die nächsten Tage noch da sein werden. Ihr findet alles dazu unten natürlich in der Infobox. Und ja, ganz besonderen Dank geht an die Organisatorin, die liebe Alicia. Das hast du wirklich ganz, ganz toll gemacht. Ich danke dir, dass du uns alle zusammengebracht hast und uns dieses wunderbare, ja, Adventszeitsgeschenk sozusagen machst. Ich freue mich sehr auf die weiteren Türchen, habe schon so manchen tollen Booktuber neu entdeckt und finde, genau dafür ist diese Zeit einfach so toll, dass man besinnlich einfach ein bisschen auf andere Menschen eingeht und sich daran erfreut. Und ich hoffe auch, dass ihr euch an meinem Video ein bisschen erfreuen konntet. Vielleicht habt ihr ja einen Weihnachtsbuchtipp und sagt, Steffi, lest das, dann natürlich gerne in die Kommentare. Guckt gerne auch bei den anderen Adventstürchen Booktuber vorbei und lasst es euch in dieser wunderschönen Weihnachts-Winterzeit, Adventszeit auf jeden Fall gut gehen. Genießt die Zeit mit Freunden, der Familie, mit Glühwein, Weihnachtspunsch, wunderschöner Dekoration, tollen Lichtern und ja, genießt es auf jeden Fall. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen weihnachtliche Stimmung mit ja, Rentierklimpern gebracht und ich wünsche euch nun eine wunderbare Zeit und dann natürlich auch ein wunderbares Fest, wenn es soweit ist, und vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.